Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch eine neue Herausforderung zeigen, bei der ihr ein Schiff finden müsst und das starten müsst, Leute. Und zwar befindet sich das Schiff direkt hier, sehen wir ja direkt. Und das Ganze ist da oben bei Craig Eclipse. Zeige ich euch nochmal auf der Karte, Leute, damit ihr das seht. Hier oben bei Craig Eclipse auf dieser kleinen Insel. Und ja, Leute, jetzt brauchen wir ein paar Teile, um es starten zu können. Und wo die Teile sind, zeige ich euch jetzt. Das erste Teil befindet sich direkt neben dem Raumschiff, unter diesem Felsen. Den müsst ihr erstmal kaputt schlagen. Und darunter befindet sich auch schon die Batterie, die ihr dann aufsammeln könnt, Leute. So, jetzt begeben wir uns direkt zum zweiten Teil. Befindet sich weiter vorne, Richtung Osten. Da, wo die ganzen Felsen sind. Genau, da hören wir das Teil auch schon. Und zwar befindet sich dieses Teil hier hinten, das ist das Hitzeschild, genau. Hier oben auf der Karte, Leute, nochmal die Location. Einfach aufsammeln und da oben sehen wir schon das nächste Teil, so aufleuchten, grün aufleuchten, genau. Ich mache mal erstmal ein paar Mets, damit ich mich da hochbauen kann. So, ich glaube, das sollte reichen. So, die Schubdüse befindet sich hier oben. Und ja, wenn ihr dann alle Teile gesammelt habt, Leute, müsst ihr euch zurück zum Raumschiff begeben und dort die Teile einsetzen, damit ihr das Schiff starten könnt. So, ich mache mich mal auf den Weg dahin. So, dann setzen wir mal die Teile ein, Leute. Hier kommt die Schubdüse rein. Die Batterie kommt da oben rein. Und wo kommt denn das Hitzeschild jetzt rein? Einen Moment. Da bin ich jetzt gerade selber ein bisschen lost. So. Ne, das war, glaube ich, auf der anderen Seite. Genau da. Da haben wir es ja. Und hier kommt das Hitzeschild rein, Leute. Und falls ihr dann die Teile eingesetzt habt, dann könnt ihr das Raumschiff starten. Einfach davor und auf Starte das Raumschiff klicken. So, jetzt läuft ein Countdown, Leute. Wie ihr seht, ist das startbereit. Und nach dem Countdown wird dieses Raumschiff starten. Das Raumschiff hat jetzt auch außenrum so eine grüne Kuppel gebildet. Seht ihr wahrscheinlich jetzt auch. Das sieht so ungefähr aus wie der Sturm, nur ist halt von der Raumschiff so eine Kuppel. So eine Art Magnetfeld. Naja, warten wir ab. So, Leute, das Raumschiff ist gestartet. Hier ist auch eine Super Chest und hier sind außenrum Rifts, die ihr usen könnt. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten, ciao und bis zum nächsten Mal.